Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut. Ja, das hier wird jetzt ein etwas anderes Video, aber ich mache andauernd so komische Videos, ja. Und zwar präsentiere ich euch meine zwei neuesten Werke aus der 3D-Drucktechnik. Die sind mir, wie ich finde, doch sehr gut gelungen. Leute, die sich schon länger mit dem Bemalen von Sachen befassen, hätten da wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes rausgekitzelt, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Werde ich euch gleich zeigen, aber dieses Video hier wird auch ein kleiner Vlog, ja, und zwar ich stehe auf Veränderungen, ihr wisst Bescheid, ich habe schon sehr viel hier in der Bude umgestellt und umgemodelt und dann war es doch wieder nicht recht und da bin ich halt so ein Mensch, ja, ich brauche stetige Veränderungen, Verbesserungen meines Erachtens, ja. Und ja, deswegen wird wahrscheinlich das hier eines der letzten Videos in diesem Raum hier sein. Ich gehe wieder in den großen Raum zurück. Das hat mehrere Gründe. Erstens ist es hier brutal warm. Im Sommer hältst du es hier fast nicht aus. Wir haben jetzt draußen 21 Grad. Ich komme gerade von draußen. Ich habe ja auch überall, ich bin noch ein bisschen schmutzig. Habe gerade das Auto von innen gereinigt und meine Frau ein bisschen was im Garten gemacht. Und ja, wir haben gedacht, da drüben ist ja eigentlich auch so eine Übernachtungsmöglichkeit, ja, mit dem Bett und so. Allerdings diese Resin-Drucktechnik ist dann doch, und das Bemalen und Airbrush und so, das hat halt Geruchs, ist nicht ganz geruchsneutral, sage ich jetzt mal. Deswegen ist da drüben zu übernachten, während ich da am Drucken bin, sowieso, manchmal läuft der Drucker über Nacht, wenn das mal so ein 12-Stunden-Druck ist, dann kannst du da nicht pennen. Erstens ist das Ding laut, ja, und es ist nicht ganz geruchsneutral, ist auch nicht ganz so gesund, ja. Ich habe da auch immer das Fenster offen, wenn ich da am Drucken bin. Und dann habe ich mir überlegt, hey, der Raum hier ist zwar so jetzt schön eingerichtet, ja, für meinen YouTube hier. Ich habe mein komplettes Setup hier. Wer meinen Kanal kennt, kennt sich hier aus, weiß, wo alles steht. Und eigentlich auch ganz cool, ja. Aber ich habe dann überlegt, mache ich entweder hier wieder die Übernachtungsmöglichkeit rein, aber im Sommer kannst du hier auch nicht pennen, hier ist es dann scheiß heiß, ja, das ist, das mag man nicht. So, ich habe dann gesagt, nein, komm, dann bastel ich hier diese, das ist so, hinten ist Büroecke, hinter dem Vorhang sind lauter Ordner, Büro, ich sag jetzt mal, ja, Ordner eigentlich und ein bisschen Abstellkammer, ja, ist ein bisschen, weil das geht da komplett hinten, was ihr da seht, ja, das ist so eine kleine Nische und ich werde dann hier meine 3D-Druck-Geschichte aufbauen, ja, also praktisch der 3D-Drucker, der Resin-Drucker, dann Wash and Cure-Gerätschaft, ja, das wird hier reinkommen und dann mal gucken. Ich werde das komplette YouTube-Setup werde ich drüben aufbauen wieder. Ich habe ja hier so 2,80 Meter Tischlänge. Das sind 2 × 1,40 m. Wahrscheinlich mache ich das in L-Form. Werde dann aber für meine Vlogs, also für die Laber-Videos, sage ich jetzt mal, und für die Unboxings, werde ich nicht an diesem Setup hier, an diesem Schreibtisch sitzen, so wie jetzt die ganze Zeit, weil ihr seht es ja selber, ich sitze vor dem Tisch. Aber hier Sachen auszupacken mit euch zusammen, das ist blöd, ja. Da muss ich mir jedes Mal die komische Säule da schnappen und das ist alles so, ah, weiß nicht. Das war früher besser, wo ich noch einen Tisch vor mir hatte, wo die Kamera auf dem Stativ vor mir stand und wo ich das Ganze auspacken konnte. Hat mir dann besser gefallen, ja. Ich werde das ganze Zeug hier, alles was hier so rumsteht, wird nach drüben kommen. Ja, außer der rote Stuhl da, der wird hier bleiben, weil ich, ja, dann kann ich sitzen und mein Zeug einrichten, ja. Also so ähnlich ist das geplant. Ich werde hier auf jeden Fall, wie gesagt, wieder mich drüben einrichten. Drüben wird dann auch eine Übernachtungsmöglichkeit, also ein Sofa steht ja da sowieso drin, also so ein Liegesofa. Dann haben wir unseren Schlafzimmerfernseher seit gestern, auch in diesem Raum, weil wir sind gestern im Netto gewesen. Also ich laber jetzt immer ein bisschen außen rum, das ist halt so ein Labervideo, ja. Wir waren gestern im Netto, haben Blumenerde gekauft und dann sind wir da im Netto. Wir wollten nur Blumenerde kaufen. Sechs so Säcke A1,79, ja.
haben die 6 Säcke in den Wagen geschmissen, im Netto, und sind dann so mit dem Einkaufswagen zur Kasse. Und dann haben wir gesehen, dass Netto gerade Fernseher von Toshiba, also eine Marke, ist jetzt nicht No-Name, sondern Toshiba, 55 Zoll, 4K, Smart TV mit YouTube, Prime, alles schon, die Tastenbelegungen auf der Fernbedienung für 329 Euro. Ja, da haben wir alles zusammengekratzt, was wir jetzt noch an Geldmittel hatten, wirklich. Wir haben Anfang Monat, naja, ja, und haben uns, nein, wir sind nach Hause gefahren mit unserer Blumenerde und haben was gegessen und während dem Essen haben wir YouTube-Videos geguckt, ja. Also wir gucken nicht immer einen Film, wir haben einen Film angefangen, genau, wir haben einen Film angefangen. Mitten im Film, ich war fertig mit Essen, habe ich meine Frau angeguckt, habe gesagt, ey, 329 Euro für ein Smart TV, 55 Zoll, 4K. Ich hole jetzt einen. Und da hat sie zugestimmt, ja. Ob das jetzt eine vernünftige Entscheidung war oder nicht, ja, also ich sag jetzt mal 329 Euro, das ist geschenkt, ja. Und ich habe gesagt, ich springe jetzt ins Auto, kratz alles zusammen, was wir jetzt hier zu Hause noch an Kohle haben, und dann bin ich jetzt dann gestern zugefahren und habe einen Fernseher geholt. So, der steht jetzt im Schlafzimmer, 55 Zoll, kann man machen, ja. Also ist jetzt grenzwertig groß, weil wir, ich meine, wir liegen davor, ja. Also ist schon angenehm irgendwie, ja. Also schon hat eine schöne Größe, sage ich jetzt einfach mal. Ja? Und der 42 Zoll, was wir vorher hatten, der ist jetzt drüben im Zimmer, ja. Also ich werde da praktisch eine Übernachtungsmöglichkeit inklusive Fernseher, kann man machen, wie ich finde, in eine Ecke. Also alles ein bisschen räumlich getrennt. Dann dieses Schreibtisch-Setup. Und mein YouTube-Bereich, ich werde dann wieder auf meinem Sessel da sitzen, gemütlich halt, ja, ein schöner Sessel, ist uraltes Ding, aber das ist halt ein Erbstück und saubequem, also wirklich mit Lehne, mit Fußlehne, wenn man so nach hinten kippt und so, richtig cooles Ding. Ja, dann werde ich mich da wieder breit machen und auch die Mal-Geschichte, also das Bemalen wird auch wahrscheinlich drüben stattfinden, weil hier hältst du es nicht aus. Mein T-Shirt klebt, das hängt gerade an mir, das klebt, weil es hier so verdammt warm ist und wir haben gerade mal 21 Grad da draußen, ja, und hier drinnen bestimmt 50 oder so. Also gefühlt, ja. Deswegen wird die Resin-Druck-Geschichte wird hier drin stattfinden und der Rest wird dann drüben ja, stattfinden. Also wie gesagt, hier Computerzeug, alles rüber. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich die Wände einfach hier so lasse. Also, weil, ja, kann man ja so lassen. Es muss ja jetzt nicht gleich auch die Chucky-Bande da oben, ja, die wird wahrscheinlich, weiß ich jetzt noch nicht genau. Nee, vielleicht gehen die auch nach drüben, weil drüben habe ich auch noch so ein Brett hängen, ja, überm Fernseher dann theoretisch, da wo der Fernseher hin soll, und wahrscheinlich werden die Chuckys dann da aufgestellt, ja. Drüben soll es halt auch wieder schick sein, ja. Also momentan ist es Abstellraum und alles Mögliche zusammen und auf sowas habe ich keinen Bock. Aber wie gesagt, stetige Veränderung. Dann gibt es nochmal eine Veränderung. Es ist ein halbes Jahr her, da habe ich mir ein Moped gekauft, ihr wisst Bescheid, ja. Durch eine momentane, ich bin immer straight, immer offen zu euch und transparent, ja, durch diverse Entscheidungen, ja, habe ich jetzt mein Moped wieder abgegeben, weil, ohne Witz, entweder regnet es und ich kann damit nicht fahren und aus beruflichen Gründen, sage ich jetzt mal, momentan Umschulung, alles cool, 6 Kilometer Fahrt, aber trotzdem, 6 Kilometer sind okay, aber später werden es mehr als 6 Kilometer, deswegen habe ich gesagt, nee, komm, dann doch wieder Moped weg, also sind immer diese Entscheidungsgeschichten, ja, wo ich sage, hä, hätte ich früher das so und so gewusst, dann hätte ich mich anders entschieden. Hab das Moped jetzt wieder verkauft. Ganz nette Leute, also nächste Woche geht die Karre weg. Und ist ein schönes Ding, ich fahre gern damit, ganz ehrlich. Aber ich werde jetzt auch den A2-Führerschein machen. Also ich werde mir da meine Führerscheinklasse erweitern, sodass ich dann bis 48 PS fahren kann und werde mir dann wahrscheinlich eine Honda Rebel holen oder sowas.
Aber wie gesagt, als Spaßmobil, ja, wenn ich Bock drauf habe, auf zwei Rädern unterwegs zu sein, nicht als Hauptfahrzeug, was jetzt momentan eben der Fall ist. Und als Hauptfahrzeug brauche ich ein Auto. Das habe ich jetzt festgestellt. Ich brauche halt ein Auto. Und jetzt haben wir genau 10:52 Uhr. Um 12 fahren wir hier von zu Hause los und gucken uns, wir haben ja einen Jeep Compass als Hauptfahrzeug, sage ich jetzt mal, und wir werden uns einen Zweitwagen anschaffen. Jetzt sind wir nachher unterwegs und es wird ein, also ich tendiere schwer dazu, dass wir uns dieses Auto holen, ja, eine richtig schöne B-Klasse, zwar auch Baujahr 2007, also kein neues Modell oder so, Baujahr 2007, ist aber die Vollausstattung mit Anhängerkupplung, Vollleder, Navi, alles drin, schwarz, dann schwarz getönte Scheiben, Panoramadach, 193 PS. Das wird wahrscheinlich mein neues Auto werden dann. Also, wie gesagt, wir gucken uns das Ding an und wenn wir sagen, ja, das passt, dann wird nachher die Entscheidung dann auch gefällt. Wenn ich das Auto dann holen sollte, wovon ich jetzt eigentlich schon ausgehe, dann werde ich da auf jeden Fall euch wieder mitnehmen mit der Kamera. Ja, mache ich ja immer so. Wenn ich, ja, ich brauche ein Auto und von dem her, ich habe erst gedacht, ja, irgendeine 600 € Möhre oder so. Ja, weil, aber ja, dann wirst du auch nicht happy. Ja, dann hat das Ding keinen TÜV, dann musst du wieder 800 € reinstecken und deswegen habe ich gesagt, nee, komm, dann gleich was Vernünftiges, ja, wo ich auch von A nach B komme, wo zuverlässig ist, neu TÜV hat das Ding und so weiter. Ja, da habe ich dann erstmal Ruhe und wahrscheinlich wird es das Auto. Mal schauen. So, das war jetzt das Gelaber, ja, das war jetzt das der Vlog praktisch Teil. Ich weiß, viele von euch greifen sich öfter mal an den Kopf, wenn sie mir zuhören und sagen, hey, was macht das jetzt schon wieder? Warum? Und aber das sind so Entscheidungen halt, ja. Die kommen nicht von ungefähr. Man macht sich schon Gedanken, auch hier mit der Umstellerei und so weiter. Ja, das ist einfach so. Man macht sich Gedanken und man muss es dann halt irgendwie auswerten, das Ganze. Ja, also genauso wie die Umstellerei jetzt, dass ich wieder da drüben bin. Ja, wie ich das Ganze einrichte, weiß ich noch gar nicht genau. Ich bin gestern bestimmt 2 Stunden in dem Raum gestanden mit dem Zollstock in der Hand und habe hier alles ausgemessen, habe gegrübelt, wie mache ich was und warum und das ist einfach so, dass ich die Entscheidung für mich gefällt habe, dass ich dann wieder nach drüben wandere. Weil da habe ich auch meine Ruhe. Das ist ja der Vorteil an einem Haus, ja. Wir haben hier 7 Zimmer. Also ich kann mich hier. Das hier ist mehr oder weniger Hobbyraum, dann ist das drüben auch wieder Hobbyraum. Und das sind viele, viele Quadratmeter da drüben, ja. Und dann richte ich mir da meine Ecke ein wieder. Und das ist ja das Geile. Man muss sich hier nicht irgendwie die Wege kreuzen, ich gehe meiner Frau nicht auf den Keks, weil wenn ich hier, andere müssen im Wohnzimmer ihre Videos machen oder so, da habe ich jetzt wirklich so viel Glück, dass es so ist. Aber hier ist es mir echt zu hot und ansonsten ist hier alles schön eingerichtet, das passt ja schon, aber ich muss mal gucken, wie ich das Ganze einrichte, dass es da auch schick ist. Ja, also man möchte ja auch immer ein bisschen was. Ich sag jetzt mal was zeigen. Also hier, ich habe meine Figürchen hier aufgestellt und so ähnlich möchte ich das dann auch weiterführen. Ja, so ähnlich. Mal gucken, wie ich das Ganze dann da drüben. Ich werde am Montag oder Dienstag, also oder Montag und Dienstag, werde ich da alles ausräumen, werde das hier alles rüber tun und ja, Action ohne Ende. Ja, also ich hab da Bock drauf und das werde ich auch tun. So. Das war jetzt der informative Teil des Videos. Und jetzt kommen wir zu 2 neuen Resin-Geschichten, die ich gedruckt habe, wo ich Bock drauf hatte. Und ja, ich sag jetzt mal, ich bin zufrieden. Ja, also, es gibt bestimmt Leute, die hätten da ein bisschen mehr rausgeholt oder hätten das noch anders gemacht von der Tiefe her und so. So, ihr habt ja am Thumbnail schon gesehen, um was es geht. Und zwar habe ich hier einmal so eine Alien, so eine Xenomorph-Skull, also der Totenkopf eines Alien-Xenomorphen, auf so einem Stand. Ja, den Stand, den habe ich jetzt schwarz gemacht. Am Anfang wollte ich den so Steinoptik machen. Dann habe ich gedacht, nee, komm, ich mache den schwarz und dann noch ein paar so grüne Blutspritzer. Die haben ja grünes Blut. Ich meine,
Der hier hat jetzt kein Blut mehr, weil er eben ja, tot ist. Also ist jetzt praktisch der Skull von so einem Xenomorphen. Hat auch ordentlich Gewicht, das Ding. Und ist auf so einer Base. Sieht dann so aus. Ich finde, ich gehe mal näher ran. Die Zähne habe ich, der hat eine kleine Zahnlücke. Ich weiß nicht, ob ich das war oder ob der Druck so war. Oder ob das, ja, die Zähne habe ich jetzt in Silber gehalten. Ja, weil die haben ja so silbernen, so einen silbernen Touch, die Zähne. Die habe ich jetzt einfach mal Silber gemacht. Und die Knochenfarbe finde ich jetzt persönlich eigentlich ganz gut gelungen. Im Video kommt das farblich immer ein bisschen verfälscht rüber. Aber ich sag jetzt mal, ich bin zufrieden. Ich bin ganz zufrieden. Hat ordentlich Gewicht. Ich habe echt gehofft, hoffentlich hält das so auf der Base, weil das ist ja auch geklebt. Und es hält. Also wunderbar. Das hält richtig gut. Knochenfarbe bin ich zufrieden. Ich habe da ein paar rotbraune Tupfer mit reingebastelt. Es sind auch verschiedene, also mehrere Layer, also mehrere Schichten habe ich hier drauf gesetzt, sodass das alles, ja, ein bisschen schmutzig wirkt, nicht ganz zu clean. Und ja, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, also man hat hier ein bisschen so grüne Kleckse noch. Unten habe ich so diese Gummi-Noppen dran gemacht, 3 Stück. Also so ein bisschen verteilt. Ist ja auch so keilförmig, das Ganze. Ja, so steht das Ganze auf jeden Fall jetzt bei mir in der Vitrine. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Kann man machen. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich finde es optisch auch sehr, sehr gelungen. Also da möchte ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie doof aussieht oder so. Und jetzt noch ein Teil, das gefällt mir fast noch ein bisschen besser. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Zähne, die Klammern, sage ich jetzt so einfach mal, da anzubringen. Ja, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. So, hier haben wir so einen Skull von einem Predator. Ja, also auch der, finde ich jetzt, ist mir gelungen. Die Zähne wollte ich jetzt ein bisschen heller haben und habe die auch mit einem leichten Glanz versehen. Als jetzt der Rest, ja, also so sieht das Ganze aus, hat auch so eine kleine Base, also die ist kleiner, hat auch ihre 3 Noppen bekommen und da sind jetzt halt so rote Flecken drauf, ja, rot, genau, beim anderen habe ich grün genommen, hier sind jetzt rote Flecken drauf und ich finde eigentlich beide nebeneinander eigentlich ganz cool, wahrscheinlich hätte ich hier noch ein bisschen mit schwarz oder dunklem Braun arbeiten können und hier praktisch so ein Drybrush noch mit einfügen. Wie gesagt, man muss üben, man muss irgendwo anfangen zu üben, ja. Und das sind jetzt die 2 Teile. Ich bin zufrieden, ich bin doch sehr zufrieden. Die stehen jetzt, wie gesagt, so in der Vitrine. Der hier ist Hohlguss, weil ich hab da mal was probiert. Der ist hohlgegossen, der wiegt fast nichts, also der ist relativ leicht. Und das ist Vollguss, ja, der wiegt bestimmt 3-mal so viel. Sieht man jetzt hier nicht, also optisch wirken die beide cool, sag ich jetzt mal. Aber das ist Vollguss, wiegt, ich sag jetzt einfach mal, ein Kilo ungefähr. Und der hier wiegt vielleicht 200 Gramm, 300 Gramm maximal, ja. Also sehr leicht. Es war ein Versuch, mal etwas hohl zu gießen. Oder zu drucken, ohne innere Verstrebungen und so weiter, ja. Aber das hat alles wunderbar funktioniert, ja. Ich bin zufrieden. Und, ja, das sind die 2 Teile. Ja, die 2 neuen Teile. Ich finde sie gelungen. Ich finde sie cool, optisch. Gefällt mir sehr gut. Und, ja, dann bin ich auch schon wieder raus. Viel Gelaber heute, das habt ihr ja mitbekommen. Und ich freue mich auf diese Veränderung, ganz ehrlich. Weil ich brauche sowas öfters mal. Und ich habe mich jetzt hier so eingerichtet, dass es mir eigentlich so gefällt. Ich habe hier mein Setup eben so aufgebaut, wie ich es mir... Ich weiß noch gar nicht, wie ich das nachher mache mit Mikrofon wie ich das Ganze einrichte. Ich weiß es noch nicht genau. Mal schauen. Das werde ich dann sehen. Aber es wird irgendwie werden. Ich werde mich da so, wie gesagt, räumlich... Die Mahlecke, sag ich jetzt mal, mit mittlerweile 2 Glastischen. Ich habe noch einen zusätzlich bekommen von meiner Mutter. Da werde ich jetzt auch so ein bisschen meine Mahlecke auch einrichten, so dass ich wieder Platz habe, weil der eine Glastisch, der ist komplett voll mit Farben. Ich habe da kaum noch Platz zu malen, ja. Und deswegen habe ich gesagt, nee, der zweite Glastisch wäre eigentlich nicht verkehrt. Und werde da praktisch das ganze Mal-Setup mit Airbrush-Kabine und dem ganzen Gedöns, werde ich mich da so einrichten, dass es für mich persönlich passt.
Und dass ich halt videotechnisch, wenn ich hier Videos mache, so wie jetzt, dann trotzdem noch wohlfühle. Ich muss mich wohlfühlen. Und hier drin ist es so schweineheiß. Da habe ich keinen Bock auf längere Videos. Deswegen weiß ich gar nicht, warum ich heute schon wieder so ein Lava-Flash habe. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Das war das Informative und die Neuigkeiten. Da fällt mir ein, heute müssten mich zwei Pakete erreichen. Ja, von dem her mache ich später auch nochmal ein Video. Ja, habe ich jetzt ganz vergessen. Ist aber nichts, was ich gekauft habe. Zwei liebe Leute haben mir nämlich was geschrieben, dass sie mir was zukommen lassen möchten und dass das schon auf dem Weg zu mir ist und das müsste heute mit der Post kommen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Ist jetzt auch noch eine kleine Erwähnung. Also zwei liebe Leute haben mir was zukommen lassen, was mich heute erreichen müsste. Und da gibt es noch eine ganz besondere Story, das dann aber später beim Unboxing von diesen zwei Paketen. Das mache ich ja heute auch noch. Ganz vergessen, ja. So, alles klar. Dann bin ich jetzt durch, meine Freunde. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das gerne nachholen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer lieber Olli Uncut. Ciao.